Hallo, wie es der Titel schon verrät, nehme ich mir Markus Lanz vor. Der versucht, den Dirk Müller in eine ganz gewisse Ecke zu drängen in diesem Interview. Was mich wirklich extrem anwidert. Und ich werde dieses Interview auch nicht komplett auseinandernehmen, weil sonst platzt mir wahrscheinlich indirekt der Kragen oder auch direkt. Aber wir wollen erstmal klein starten mit einer Frage, die die Währung betrifft und was mit dem Euro los ist. Währung werden die beiden denn, seine Tochter, in welcher Währung werden die denn irgendwann mal bezahlen, wenn sie dann soweit sind mit 18? Was mit glauben 18, Sie? Was, welche Währung die bezahlen werden? Ich habe keine Ahnung, mit welcher Währung die bezahlen werden. Aber wenn Sie es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Es kann niemand wissen. Es ist ein solches Chaos momentan in dieser Diskussion um die Währungen. Es kann wirklich niemand wissen. Der Euro, so wie er momentan ist, ist ein Riesenproblem. Jetzt fragt Lanz, ja, unseren Mr. Dax, nach seinen Büchern und mit der netten Bezeichnung, dass er ja Untergangsszenarien gezeichnet hätte. Boah, was eine miese Scheiße. Sie haben viele Bestseller zu dem Thema geschrieben, haben auch sehr viele Weltuntergangsszenarien gezeichnet und darin so Sätze. Die Welt dreht sich immer weiter, auch in meinen Szenarien. Da ist nie eine untergegangen. Ja. Habt ihr gerade gemerkt, was Lanz da versucht hat? Er versucht, seine Gäste in Ecken zu drängen. Und das passiert auch oftmals, dass einer gegen drei, einer gegen vier oder einer gegen fünf argumentieren muss. Und das soll demokratisch sein? Für so einen Scheißdreck muss ich GEZ-Gebühren zahlen? Nein! Am Arsch! Ja, aber man hat trotzdem das Gefühl, demnächst passiert es. Sie haben eine, ich sag mal, interessante Theorie entwickelt, warum es finstere Mächte gibt, die ein Interesse daran haben, dass es Griechenland möglichst schlecht geht und uns auch demnächst, weil beim Griechen der Uso nicht mehr aufs Haus geht. Warum? Und er macht es gerade schon wieder. Er versucht, Dirk Müller in die Verschwörungstheoretiker-Ecke zu drängen. Dass das Wort Verschwörungstheorien ein Kampfbegriff der CIA ist oder auch anderen netten Organisationen, ja, sei mal völlig dahingestellt. Aber warum muss man für so eine gehirnamputierte Scheiße auch noch Gebühren zahlen? Ich versteh's nicht. Wir werden gezwungen, für Denunzierung Geld zu bezahlen. Die Meinungsfreiheit wird jetzt schon zensiert. Ohne Ende. YouTube-Kanäle, die Wahrheit sagen. Patsch, weg. Gibt euch das nicht mal irgendwie ein bisschen zu denken? Kein bisschen? Es ist traurig. Hört auf, diese dreckige Gebühr zu bezahlen. Was soll die Scheiße? Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen mit dem Interview. Also es gibt keine finsteren Mächte und es gibt auch keine bösen Verschwörungstheorien. Nein, das geht völlig an dem vorbei, was ich geschrieben habe. Wenn Sie es so darstellen wollen, ist es okay, ja. Aber es ist nicht das, was ich geschrieben habe. Aber was ist die Idee davon? Die Situation ist eine andere. Wir haben im östlichen Mittelmeer haben wir riesige Kohlenwasserstoffvorräte. Wir haben dort Gasvorkommen, die ausreichen, die Europäische Union über Jahrzehnte mit Gas zu versorgen. Wir wissen seit Herodot über die Kohlenwasserstoffe im östlichen Mittelmeer, über die Dimensionen, die dort vorhanden sind, wissen wir aber erst seit wenigen Jahren. Diese Gasvorkommen sind so intensiv, dass natürlich da ein großes Interesse von vielen Spielern beherrscht besteht, an diesen Kohlenwasserstoffen Hand anzulegen. Und da spielt Griechenland eine ganz große Rolle mit. Griechenland, Zypern haben große Kohlenwasserstoffe, große Gasvorkommen in ihren Hoheitsgewässern. Und um die sind viele Hände, die da gerne zugreifen wollen. Und darüber berichte ich. Kurze Rekapitulation. Dirk Müller beschreibt hier gerade, dass es um Ressourcen geht. Ja, und dass andere Mächte da auch Interesse dran haben. Jetzt frage ich mich, wann war es mal anders? Wenn jemand Öl hat, natürlich will die ganze Welt an das Öl ran, ist doch klar. Wenn jemand Gasvorkommen hat, wie in Russland, will die USA da nicht ran? Warum werden Kriege geführt? Wegen Ressourcen. Das versteht selbst ein Kleinkind. Was ist daran so schwer zu verstehen? Nein, aber unser Mr. Lanz muss natürlich hier versuchen, Tatsachenverdrehung zu machen.
Boah, das ist einfach unglaublich. Und dass das nicht erkannt wird, macht mich wirklich traurig. Und ich zweifle an der Intelligenz der Menschheit. Ich zweifle da wirklich dran. So, darüber berichten Sie. Und was aber daraus folgt, ist ein Szenario. Ich sag mal, James Bond ist nichts dagegen. Also, es gibt Geheimagenten, die was gemacht haben. Ernsthaft? Ist das jetzt dein fucking Ernst, Lanz? Ein James-Bond-Vergleich? Fällt dir nichts Besseres ein? Weißt du, wie viele Geheimdienste alleine hier in Deutschland rumhüpfen? Auf diesem BRD-Gelände? Hast du da überhaupt nur im geringsten eine Ahnung? Wie viele Geheimdienste hier rumrennen? Heilige Scheiße, noch dümmer geht's nimmer. Es gibt den Bericht, es gibt einen Bericht aus Griechenland. Und als ich diesen Bericht gelesen habe, die Zusammenhänge gesehen habe, war ich auch sehr skeptisch, habe gesagt, das klingt ungewöhnlich. Es ist ein Bericht des russischen Geheimdienstes, der in Griechenland aktiv war, im Vorfeld von Gesprächen des damaligen Präsidenten Karamanlis mit Putin und dem bulgarischen Präsidenten um eine Pipeline, eine Gaspipeline South Stream. Im Vorfeld dieser Gespräche war der russische Geheimdienst in Griechenland aktiv. Mhm. Abschirmmaßnahmen und ist dabei aufmerksam geworden auf Aktivitäten eines, so heißt es in diesem Bericht, der übrigens nicht nur mir vorliegt, der auch der griechischen Staatsanwaltschaft und vielen anderen vorliegt, dass ein westlicher Geheimdienst in Griechenland gezielt die Destabilisierung Griechenlands betreibt. Diese Information haben die Russen an den griechischen Geheimdienst übergeben. Dieser westliche Geheimdienst kann wer nur sein? Wir sind es ja wohl das nicht. Das habe ich nie gesagt, wer das ist. Ich habe auch keine Fakten dazu. Es heißt in diesem Bericht, ein westlicher Geheimdienst. Fakt aus. Mehr habe ich nie behauptet. Und das Interessante für mich war, ich habe das auch alles lange Zeit für sehr schwierig gehalten, dieses Thema, weil die Quellen eben schwer zu durchleuchten sind. Als dann allerdings die griechische Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf diese Geheimdienstberichte und unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse des eigenen Geheimdienstes offiziell Anklage erhoben hat, wegen Hochverrat, versuchtem Umsturz und Mordversuch am damaligen Präsidenten Karamanlis. Das ist ja keine Erfindung von mir. Es ist die offizielle Anklageerhebung der griechischen Staatsanwaltschaft. Da war Ihnen klar? Nein. Das war mir überhaupt nichts klar. Und darüber habe ich berichtet. Ich habe darüber berichtet, dass die griechische Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat, in diesem Zusammenhang gegen unbekannt, weil okay. Die Berichte vorlagen. Aber um das jetzt einmal sozusagen einzuordnen, weil das alles sehr, sehr verwirrend ist. Also Sie sagen, da gibt es eine finstere Macht, so nenne ich die jetzt einfach, irgendwelche Schlapphüte, die sind unterwegs, wollen einen griechischen Regierungschef um die Ecke bringen, möglicherweise, werden dummerweise dabei erwischt. Dieser westliche Geheimdienst hat ein Interesse daran, dieses Land in die Pleite zu treiben, um besser an diese Erdgasvorkommen zu kommen. Kann man das so verkürzen? Nein. Oh, weia. Oh, weia. Lanz, bist du wirklich so doof oder tust du nur so? Ressourcenkriege. Ressourcenkriege ist das Wort. Das gab es schon immer und wird es auch immer geben. Weil Ressourcen knapp sind. Punkt Feierabend. Das versteht ein Kleinkind. Was ist daran so kompliziert, verdammte Scheiße? Mein Gott, wie blöd muss man wirklich sein, um das nicht kapieren zu können. Wie blöd. Herrlich einfach. Nein, es ist wesentlich umfassender. Und diese Informationen, die sind abrufbar, die sind nachlesbar. Diese Quellen sind belastbar. Aber wie ist es dann? Diese Hintergründe sind mannigfaltig. Es ist tatsächlich ein großes Interesse an diesen Kohlenwasserstoffen. Es war das Problem, dass Karamanlis sehr intensiv mit Putin zusammengearbeitet hat, mit den Russen zusammengearbeitet hat und sehr eng mit diesen Gasvorkommen mit den Russen verhandelt hat. Das übliche Spiel. Teile und herrsche. Kein anderer darf mit Russland irgendwelche Verhandlungen führen, außer Amerika, bla bla. Uralte Hüte, die hier durchgekaut werden. Aber nein, unser Herr Lanz ist zu blöd oder so gehirngewaschen, dass er solche Kleinigkeiten einfach entweder absichtlich übersieht oder gar nicht wahrhaben will. Sag mal, Lanz, wie viel Geld hast du eigentlich für die Scheiße bekommen? Das würde mich echt mal interessieren. Andere reißen sich 10 Stunden auf der Baustelle den Arsch auf oder wischen Ärsche im Altenheim oder versorgen Patienten im Krankenhaus und kriegen wahrscheinlich nicht mal ein Tausendstel davon, was du da abkassierst für die Scheiße. Ressourcenkriege immer noch, teile und herrsche. Heilige, so dämlich kann man wirklich nicht sein, oder?
Mann. So, damit ich nicht noch mehr graue Haare, Wutausbrüche oder ähnliches kriege oder ich meinen Bildschirm vor lauter Wut an die Wand schmeiße oder durchboxe, werde ich euch das komplette Interview unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich möchte euch nur darauf aufmerksam machen, dass diese Scheiße GEZ finanziert ist. Ob die jetzt, weiß der Geier, GEZ heißen oder wie auch immer oder ARD, ZDF, Arschlochbeitrag, ist mir scheißegal. Jeder, der diesen Beitrag leistet, unterstützt diesen Dreck. Der unterstützt diesen Bullshit. Das muss echt klar sein. Der finanziert Lanz morgens seine Brötchen, die er fressen kann. Normalerweise hätte er Wasser und trocken Brot verdient, wo er dann 10 Stunden auf dem Bau schuften muss, damit er mal weiß, wie es den Leuten da draußen geht. Aber nein, mit seinem hochgestochenen Arschlochverhalten, ja, ihr finanziert sowas. Warum? Hört auf, diesen Dreck zu finanzieren. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist mit euch da draußen los? Wo habt ihr euer Gehirn gelassen? Habt ihr das irgendwie in die Mülltonne gesteckt oder was? Oh, so, bevor ich noch weiter explodiere, ich wünsche noch einen schönen Tag und hört auf, diesen Dreck an GEZ zu bezahlen. Schönen Tag noch.